Whoops. Was sagt ein Musiker zu einem anderen Musiker, nachdem man einen Song gemacht hat, der einfach richtig abgegangen ist? Hey, das ist voll der Hit gewesen, Mann. Verstehst du wegen Hit, Mann? Hit, Man, da ist irgendwo ein Witz drin, vergiss es. Und damit willkommen zurück hier bei Hitman Patient Zero. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass Sapienza die Karte, wo wir beim letzten Mal drauf waren und wo wir den Auto erledigt haben, meine absolute Hitman-Lieblingsmap ist. Und die Aussage steht, Sapienza ist absolut awesome, aber weil die Dinge im Universum immer ausgeglichen sein müssen, gehen wir jetzt in der nächsten Mission auf eine Karte, die ich nicht so geil fand im Hitman von 2016. Und zwar ist das Colorado. Die Karte ist nicht schlecht. Aber sie ist halt irgendwie, mir hat da ein bisschen der Flow gefehlt. Ich weiß es auch nicht, außerdem war die Mission super anstrengend, weil du hattest halt 4 Ziele. Aber das ist anscheinend jetzt bei dieser Version dieser Map egal, weil anscheinend kann ich die Mission jetzt mit einer Hand spielen, weil es ist eine Sniper-Mission. Ich kann mich anscheinend nicht mal groß bewegen. Ich kann halt einfach nur da sitzen und die Map besnipen. Das wird sehr interessant. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das Briefing an, damit wir ganz genau wissen, was hier zu tun ist. Und mit Briefing meine ich Zwischensequenz. So, Colorado next. That's correct, 47. ICA Intel has just confirmed the exact coordinates of the US-bound signal from Nabazov's dead man's trigger. It's remote. Sounds perfect. Quite. We've borrowed an NSA satellite, and so I'm looking at the location now. It appears to be some kind of paramilitary compound, but intel is limited. However, we do have a positive ID on another of Nabazov's disciples, a medical doctor, with a live sample of the Nabazov virus. Small place for a dispersal. Maybe just a test? Or an act of desperation. We cannot allow this to spread, 47. I'm uploading a full briefing to your laptop. Review as soon as you can. All right, 47. Your primary target is medical doctor and radical cultist Bradley Payne. Intel confirms that Payne has already infected a number of unsuspecting militia operatives with the Nabazov virus. Initial examination of the virus show it to be incredibly infectious and utterly lethal. Fortunately, there is no indication that the virus has spread beyond the compound. However, in order to prevent any contagion, Payne must be eliminated, along with any infected mercenaries. To remove the risk of exposure to the virus, we're recommending you go long range for this one. I will be providing intel upon touchdown, identifying targets for you once you've set up your sniper nest. Good luck, 47. Das ist aber cool, ne? Das ist eine komplett andere Art von Hitman-Mission, weil normalerweise gehst du ja immer rein und verkleidest dich irgendwie. Hier hockst du jetzt einfach auf dem Turm und musst auf das hören, was Diana dir sagt. Und muss dann irgendwie gucken, dass du auch ja das richtige Ziel erwischst. Das heißt, die Mission ist, Bradley Payne ausschalten und um jeden Preis dieses Ding irgendwie hier in dieser Anlage festhalten, damit es sich nicht ausbreiten kann. Außerdem ist das ein bisschen komisch, weil die reden jetzt über Colorado, als wären wir niemals hier gewesen. Und soweit ich das verstanden habe, ist quasi die Kampagne Patient Zero in einem alternativen Universum, weil das sind ja alles Schauplätze, wo 47 schon war. Aber er war in diesem Universum, war er da nie, und geht da das erste Mal hin. Deswegen reden sie über alles so, als wäre das das erste Mal, wo ich da hingehe. Das ist ein bisschen komisch, das macht ein bisschen das Gehirn kaputt. Ich würde sagen, wir legen los. Willkommen in Colorado. Your primary target is Dr. Bradley Payne. From what I can determine, he's already infected a number of militia members with Nabazov's virus. To ensure containment, we must eliminate everyone who has been in contact with it. I'm pulling up details on whom that might be and will pass it on to you as soon as possible. Okay, das heißt, ich bin komplett von ihr abhängig. I suggest you do not engage the primary target until we are certain that all the infected have been eliminated. Okay. Good hunting. Das heißt, Bradley Payne in Ruhe lassen, bis der Rest erledigt ist, weit man sei. Okay, eliminieren Sie die infizierten Patienten, noch 4 übrig. Ist es auch möglich, dass sich mehr infizieren, wenn ich nicht schnell genug bin? Könnte sein, ne? Okay, Haupthaus. Okay, das sind viele Leute außerhalb des Haupthauses. Das ist nicht wirklich spezifisch, Diana, ich brauche mehr. Guck dir an, was ich für einen Zoom habe, das ist so krass. Okay, Fitness-Fanatiker, der hier sieht gut aus. Okay, er macht Ausdauertraining, das heißt, er joggt irgendwie die ganze Zeit. Oder ist halt irgendwie dauernd auf Achse. Okay, der hier sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Weil der ist ein bisschen hyperaktiv. Und Freestyle-Kämpfer. Er hat Schattenboxen gemacht, es geht um ihn. Es geht definitiv um ihn. Die Frage ist,
Ich kann ihn wahrscheinlich einfach so wegknipsen, dann wird er gesehen, dann kriege ich kein perfektes Rating. Have you located him? Ja. Ich muss jetzt warten, bis er irgendwie so steht, dass ich es aussehen lassen kann wie ein Unfall. Das ist gar nicht so leicht als Sniper, das musste ich noch nie machen. Das, alles, was ich bisher in Hitman gelernt habe, kann ich hier nicht anwenden. Weil ich kann ihn schlecht einfach, ich meine, ich könnte, aber das wäre nicht perfekt, weil dann wird er gefunden. Oh nein, weiterer Boxer wird gesichtet und der hier rennt auch. Okay, das heißt, es gibt nur einen, auf den quasi alles zutrifft. Okay, warte, der steht aber perfekt. Ich muss ganz kurz speichern. Ich glaube, der ist es. Weil ich habe einen gesehen, der macht ab und zu Schattenboxen, aber der gießt auch Blumen, der ist nicht so hyperaktiv, der rennt nicht so viel rum. Dann habe ich noch einen gesehen, der rennt zwar rum, aber auch nicht lange und macht kein Schattenboxen. Jetzt habe ich den gesehen, der ist außerhalb des Haupthauses, macht Schattenboxen und der rennt rum. Das ist 100% das Ziel, aber ich will vorher noch speichern. So, bitte tu mir einen Gefallen und beweg dich nicht. Was? Jetzt. So, das ist ein Unfall, das heißt, sie können ihn finden, ist egal. Okay, cool. Der nächste bitte, das war der richtige. Mechaniker. Okay, Carpool und Garage, da hinten. Es geht um einen Mechaniker. Die Mission ist irgendwie cool, ne? Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan der Map, aber das hier ist eine ganz andere Herangehensweise an diese Map. Ich finde das nice. Okay, müde. Perhaps a symptom of the infection. Okay. Look for someone having a nap. Wir suchen nach jemandem, der ein Nickerchen macht. Der hier sieht gut aus. You're looking for a mechanic. Mechaniker. Working on one of the malicious vehicles. Und er arbeitet an einem der Fahrzeuge. Okay. Das heißt, der da oben kann es fast nicht sein, weil der sitzt einfach nur so da. Wir suchen nach jemandem, der müde ist. Der hier sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Alter, der schwankt auch so ein bisschen, sieht nicht wirklich gut aus, sieht auch nicht aus, als wäre er so richtig bei der Sache. Ich warte noch ein bisschen. Aber der hier ist schon mal eine recht gute Wette, weil ich glaube, außer ihm ist niemand dabei, irgendwas zu reparieren. Nein, es ist der Typ. Es ist definitiv der Typ, weil der hat gerade da hinten geschlafen, ist jetzt aufgestanden und arbeitet an diesem Fahrzeug. Es ist der Typ, nicht der hier unten. Er telefoniert. Ja. Ich weiß, aber ich kann ihn schlecht einfach ausknipsen. Das heißt, der da unten ist nur quasi zur Ablenkung. Der hier ist das richtige Ziel. Aber ich kann ihn schlecht... Ah, wobei... Wobei, doch, das geht. Whoops. Ich dachte, es wäre ein Feuerlöscher. Nein, das ist eine Stromschaltbox. Hoppala. So, ist wieder ein Unfall? Alles gut, hat keiner mitgekriegt. Also doch schon, aber wenn es ein Unfall ist, dürfen sie ihn finden. Okay, Wasserturm. Schrottplatz. Okay, da unten ist, glaube ich, das Übungsgelände. Ich kann mich nicht mehr richtig an die Map erinnern. Da machen sie irgendwie ihr Training. Was wissen wir? Subject presenting paranoid or psychotic behavior, mid-stage delusion, promising. Okay. I don't like this Dr. 47. Regardless, nervös oder ängstlich? Der da? Aber der repariert gerade irgendwas und schreibt irgendwas. Der kann es also nicht sein. Wer von denen wirkt nervös oder ängstlich? Wait one second, 47. I have an update. Okay, hau raus. He's working on an old tractor. Traktor. Model is MC Boyle PM45 Blue. Sieht gut aus. Posting pictures of it on social media. Okay, das heißt einer von den beiden. Careful now. He's working with someone else on the repair job. Die beiden hier, einer von den beiden. Okay, welcher von denen verhält sich irgendwie ängstlich? Ich tippe irgendwie auf ihn, weil er guckt sich die ganze Zeit so ein bisschen ängstlich um. Als ob er schaut, ob ihn irgendjemand beobachtet. Wenn ich ihn jetzt wegknipse, landet er dann da hinten in der Hecke und alles ist gut. Ja, was? Bindet sich die Schuhe, ja, das ist er, Bums. Ist er versteckt? Versteckt. Okay, cool. Das heißt, den musst du quasi so ausschalten, dass er in die Hecke fällt. Alles klar. So, zentraler Gewächshausbereich. Das ist da unten. Die Mission ist irgendwie cool. Na, es ist so ein bisschen... Einfach mal rumsnipen habe ich noch nie gemacht in Hitman. Aber ist cool. So, Gewächshaus. Macht gerne Gartenarbeit. Hier hätten wir einen, der Gartenarbeit macht. Okay. Der da vielleicht? Ich meine, ne? Sieht schon mal gut aus. Okay. Mit einem Laptop. Er ist trash. Okay. Irgendeiner an einem Laptop. Der da nicht.
Okay, der hier hat aber auch keinen Laptop, der macht Gartenarbeit. Do you have the target? Nein, habe ich nicht. Oh, ich glaube, das ist er. Weil der steht hier in der Nähe von einem Laptop und läuft ab und zu mal in diese Richtung und er macht Gartenarbeit. Ist er das eventuell? Ja, jetzt benutzt er den Laptop. Okay, Update. Er ist jetzt am Rauchen. Ich meine, da hinten hätten wir eine Hecke. Soll ich es versuchen? Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Ja, das muss ich anders machen. Der fliegt nicht weit genug, um in der Hecke zu landen. Es ist der Richtige, aber er ist nicht weit genug geflogen. Ich muss das irgendwie anders erledigen. Okay, vielleicht jetzt, weil jetzt steht er näher an der Hecke. Hat's funktioniert? Hat funktioniert. Siehst du? Muss nur abwarten, bis sie richtig stehen. Okay, jetzt ist der Doktor dran. Wo ist er überhaupt? Da hinten. Wunderbar, wie mache ich den? Alles klar. Es ist nicht schade drum. Ich mag Diana. Okay, jetzt läuft er da rein. Läuft er vielleicht irgendwann unter irgendwas durch, was vielleicht sich lösen könnte und na, dann gibt es einen ganz, ganz schlimmen Unfall. Ich meine, solche Dinge passieren. Ist halt nur komisch, wenn es ihm dann passiert, aber es sind halt Dinge, die geschehen auf der Welt. Oh, eine Hecke. Ups. Let me just confirm. Hat das niemand gesehen? We're done here, 47. Get out of that tower and head for the airstrip. Haben die das jetzt nicht gesehen? Oh, ist das die perfekte Bewertung oder nicht? Weil die laufen wohl völlig anders hin. Ich habe einmal daneben und dann haben sich alle umgedreht, weil sie das natürlich mitkriegen. Ist das noch die perfekte Bewertung? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben sie noch gesehen, wie er quasi da drin landet. Oh, bitte sag ja. Bitte sag keine Beweise, bitte sag alles gut. Nee. Nichts davon. 4 von 5. Nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel. Yes, endlich. Okay, ich muss das jetzt noch 3-mal machen. Ich musste das noch 3-mal machen. Aber da ist es. Da sind die 5 von 5. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und zwar, manchmal kann es sein, dass, wenn du zum Beispiel auf einen Propangastank oder sowas schießt, du musst die ja 2-mal treffen, um sie hochzujagen aus der Entfernung, dass das dann irgendeine andere Wache mitbekommt. Und dann bekommst du angezeigt, so Kugeleinschlag wurde bemerkt und das zählt quasi schon als entdeckt, dann wissen sie schon, dass jemand da war. Deswegen waren das keine 5 von 5, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht groß anders gespielt, vielleicht hatte ich auch nur Glück, ich weiß nicht, aber das sind die 5 von 5 Sterne, die ich haben wollte. Okay, ich habe jetzt eine RS-15 freigeschaltet, das ist absolut spektakulär. Ich kann jetzt zum Wasserturm, das ist ganz toll, aber ich habe nicht vor, hierher zurückzukommen. Was ich aber vorhab, ist Patient 0 höchstpersönlich zu erledigen in der nächsten und letzten Mission. Und ich weiß jetzt schon, diese Mission wird unglaublich anstrengend werden, weil da ist es anscheinend so, dass wenn du zu lange brauchst, sich dieses Virus irgendwie verbreitet und du musst quasi die Leute erledigen, die mit dem Typen, der da rumläuft, der das hat, in Kontakt kommen werden, bevor sie mit ihm in Kontakt kommen, weil ansonsten laufen die dann weiter und kommen noch mit jemandem in Kontakt und dann kannst du immer das ganze Level erledigen. Okay, ich würde einfach sagen, das war es für dieses Mal hier bei Hitman Patient Zero. Es tut mir sehr leid, falls das Video jetzt ein bisschen kürzer ist als normal. Das liegt jetzt einfach daran, dass die Mission so schnell erledigt war, wie keine andere Hitman-Mission, an die ich mich erinnern kann. Aber die war irgendwie cool. Ne? Das war, wie gesagt, eine total andere Herangehensweise an das Spiel. Ich habe noch nie gesniped in Hitman, ever. Und dafür, dass ich das jetzt das erste Mal machen musste, war ich gar nicht schlecht. Auch wenn ich am Anfang nur 4 von 5 Sternen bekommen habe. Aber ne, ist ja egal, weil ich habe neu geladen und es einfach nochmal gemacht. Wir vergessen das, was beim ersten Mal passiert ist. Ich habe diese Mission definitiv beim ersten Mal mit 5 von 5 Sternen abgeschlossen. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein Lügner. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da ein bisschen Like-Button aufs Maul. Und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Im Prinzip war die Mission jetzt gerade einfach Hitman, Sniper, Assassin. Aber 1 zu 1.